und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar schon der 5. von Sweet Amores. Ja, letzte Folge haben wir der Direktorin, und zwar Kiki, eingefangen und haben Danchen kennengelernt, der Austauschschüler, der jetzt in der Basketball-AG ist, und der hat seine Kette verloren. Und die drei Dieben-Damen haben seine Kette geklaut, aber die eine Oberdiva hat ihren Spind nicht abgeschlossen, wo die Kette von Danchen drin war, und die haben wir uns schon geschnappt. Müssen sie Danchen zurückbringen. Deswegen geht's mal zurück zur Schule, hoppen wir mal. Ja, haben wir schon rausgeholt. Und dann würde ich sagen, was machst du denn schon wieder hier? Ich soll zu meiner AG gehen, mehr nicht. Und dann gehen wir in die Turnhalle. Ich hoffe, du konntest sie finden. Ja, ich hab sie. Danke, ich bin dir einen großen Gefallen schuldig. Kein Problem. Warte. Ich habe mich umgedreht, um zu sehen, wer da war. Ja, Nathael? Wo wir vorhin über Haustiere gesprochen haben. Ich gehe regelmäßig in einer Straße, die nicht weit weg ist von der Schule, Katzen füttern. Willst du mitkommen? Ja, die würde ich gerne sehen. Ach, und das ist also unser Date. Und zwar wieder mit dem Nathael. Wir haben, glaube ich, jetzt jede Episode ein Date mit Nathael gehabt. Ja, so welches ist denn schöner, das oder das? Ja, es kommt darauf an, was er haben möchte. Weil wenn ich ein falsches nehme, dann möchte er nicht mit mir ausgehen. Deswegen will ich mal kurz gucken, was das Richtige ist, so ganz dreist. So, ich habe leider nicht gefunden eine Lösung, welches Outfit ich nehmen könnte. Deswegen nehme ich das hier mit für $109. Ich hoffe, es ist das Richtige gewesen. Tut mir leid, ich habe ganz vergessen, dass ich heute schon was anderes vorhabe. Vielleicht ein anderes Mal? Und das war das Falsche. Oh, schade. Er ist gegangen und wir hatten nur so plötzlich seine Meinung geändert. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh nein, du hast es nicht bis zum Date geschafft. Tja, schade. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen. Ende von Episode 3. Ja, gut. Schade, weil dass er das andere hätte wollen, das wusste ich aber nicht. Und ja, gut. Tja, dann wisst ihr es jetzt besser, dass man das andere lieber nehmen sollte. Aber mir gefällt das Outfit eigentlich ganz gut. Bis auf die Schuhe. Ja, die Strümpfe kann ich weglassen. Dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Gucken wir mal. Ja, gefällt mir. Oder warte, wenn wir jetzt die Jacke mal wegmachen. Ja. So. Ja, so gefällt es mir besser. Die Schuhe und das Top und so. Ja, das ist gut so. Dann starten wir in Episode 4. Wissen wir noch in Episode 3? Ich muss gerade mal gucken. Warum ich jetzt nicht in Episode 4 gerutscht bin. Ja, ich bin ja hier fertig. Ja. So, ich mache kurz offline zu gucken. Bitte. So, nun geht es jetzt hoffentlich ohne weitere Brechung weiter. In Episode 4. Das Schulgespenst. Angeblich treibt abends ein Gespenst in der Schule sein Unwesen. Wahr oder falsch? Finde es heraus. Und da wir das natürlich herausfinden wollen. Ja, aber warte, hier ist gerade dieses Ambiente besser. Na, amüsierst du dich gut? Ja, danke. Toll, das freut mich. Wusstest du, dass du mit dem Minispiel Flower Power
APS gewinnen kannst, das findest du in deinem Zimmer auf der Spielkonsole, die auf deinem Bett liegt. Denk dran, täglich zu spielen. Ja, okay. Super, dann lasse ich dich mal mit Episode 4 anfangen. Gutes Spiel, bis später. Oh, ich hätte es beinahe vergessen. Wenn du mal Probleme mit einer Episode hast, schau dir im Forum im Bereich Hilfe den Abschnitt Anleitung zu den Episoden Lösungen an. Das wusste ich jetzt ja noch gar nicht. Danke. Mit Episode 4 anfangen. Aber ich finde es echt toll, dass man hier immer so eine gleich so eine nette Einleitung bekommt, so halt, dass jemand kommt und dann mit einem Alter so redet, so Tutorial-mäßig. Okay, Jos Fräulein, bist du hier auf der Schule? Ja, warum? Ich bin der neue Geschichtslehrer. Leider bin ich ein bisschen spät dran und ich kenne die Räumlichkeiten noch nicht. Daher suche ich jemanden, der sie mir zeigt. Eigentlich bin ich selbst noch relativ neu hier. Bitte, ich möchte nicht gleich am Anfang einen schlechten Eindruck machen. Ja gut, in Ordnung. Ich könnte Ihnen ja die Orte zeigen, die ich schon kenne. Vielen Dank, ich folge dir also. Bisschen seltsam, einen Lehrer herumzuführen? Ja, das ist allemal seltsam. Mr. Ferris folgt dir nun durch die Schule. Mr. Ferris die Schule zeigen. Also Geschichtslehrer müssen mir jetzt da helfen, okay. So, wo gehen wir denn hin? Vielleicht die Schülervertretung ist ganz wichtig. Kuckuckfuß, wer ist denn der Herr da? Ein neuer Lehrer, ich zeige Ihnen ein bisschen die Schule. Ah, herzlich willkommen. Also, um ehrlich zu sein, ich möchte jetzt halt, dass Vanessa ihr unser Lavometer etwas runtergeht, dass ich mit Kästchen vielleicht oder irgendjemand anderem ein Date haben kann, weil ich hatte jetzt schon... Oder ich hätte viermal jetzt mit ihm schon ein Date gehabt und ich will nicht nochmal ein fünftes Mal mit ihm Date haben. Oder ich weiß nicht. Vielleicht will ich ja lieber mal mit jemand anderem. Mit einem Nathaniel oder so. Gucken wir mal. Ah, also hier ist das Zimmer der Schülervertretung. Wenn Sie das nächste Mal Hilfe brauchen, fragen Sie am besten Nathaniel. Er ist sehr hilfsbereit. Also hier ist das Zimmer der Schülervertretung. Wenn Sie das nächste Mal Hilfe brauchen, fragen Sie am besten Nathaniel. Er tut alles, um sich beliebt zu machen. Also hier ist das Zimmer der Schülervertretung, wenn Sie das nächste Mal Hilfe brauchen. Aber ich denke, B ist etwas zu fies, weil wenn ich sage, wenn Sie das nächste Mal Hilfe brauchen, fragen Sie am besten Nathaniel. Er tut alles, um sich beliebt zu machen. Da würde ich sagen C. Also hier ist das Zimmer der Schülervertretung, wenn Sie das nächste Mal Hilfe brauchen. Natürlich. Vielleicht bis später, Mr. Ferris. Gespräch beenden. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf das Klassenzimmer mit ihm. Hier ist das Klassenzimmer. Dort habe ich meistens Unterricht. Und das ist alles. So. Hey, wer ist der denn? Das ist Mr. Ferris, der neue Geschichtslehrer. Ich zeige ihm ein bisschen die Schule. Ist doch nett, hier dem Lehrer alles zu zeigen, den kompletten Schulhof von alles. Also. Aber da ich mich ja beim Kästchen beliebt machen will, gucke ich mal, was eine positive Antwort wäre. So, ich habe geguckt, was positiv ist, und zwar A. Also das ist der Schulhof. Den sollten Sie besser meiden, wenn Sie keine unangenehmen Personen sind. Gucke ich mal lieber. Ich die Beziehung. Das ist doch dann nur eine E-Mail, wenn es piept. Warte, ich guck.
So sagen ich mal eine kleine, nicht mal eine klitzekleine Idee. Sie sprühe einfach ihren Spind und leg was Ekliges hinein. Ihren Spind besprühen? Okay, aber was soll ich reinlegen? Ich kenne Amber nicht. Kümmere dich selbst um, was du machst. Okay, danke. Eine Spraydose soll ich holen. Ja. Gut, dann. Oh, ich wollte in die Stadt. Ich denke mal hier. Und die Spinnen. Jetzt habe ich nur noch 6 Euro. Ich weiß nicht, Dollar. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, dann besprühen wir noch rasch ihren Spind. Und wenn wir damit fertig sind mit besprühen, ist der Part leider auch schon wieder beendet. Ja, wie meine ich das jetzt? Und ich mir damit den Sprint, okay. Ja, cool, woher krieg ich jetzt den? Tja, ich will die ja ganz gerne nehmen und benutzen. Dahin? Weiß nicht, wie. Warum sie das jetzt nicht macht? Nee. Du hast sie noch nicht gesehen, oder? Nein, noch nicht, sorry. Ich muss mir was einfallen lassen und dann. Willst du mir deiner Schwester eine Lektion zu erteilen? Eine Lektion erteilen? Willst du sie etwa verprügeln? Natürlich nicht, ich möchte mich nur an ihr rächen. Du möchtest dich rächen. Bist du denn nicht so genau wie sie? Keine Sorge, so gemein werde ich auch wieder nicht sein. Sowas kann ich eigentlich nicht unterstützen. Du musst ja nichts davon wissen. Also ich denke, man darf nicht alles immer nur so schwarz sehen und weiß sehen. Ich spreche zuerst mit dir, okay? Und versprochen, wenn sie nichts davon hören will, helfe ich dir bei deinem Streit. In Ordnung. Okay, das ist gut. Dann müssen wir wieder rein. Und wieder rein. Hey, wo ist er denn? Ah, für wen hältst du dich eigentlich? Du hast dich bei meinem Bruder beschwert? Hat er jetzt endlich mit dir geredet? Er hat es sogar gewagt, sich auf deine Seite zu schlagen. Nach allem, was du gemacht hast, wundert dich jetzt, oder was? Also, oh. Weißt du was? Das ist mir echt sowas von egal. Mein Bruder ist nur Schülersprecher. Wag es noch einmal mit durchzukommen, du wirst es bereuen. Ich habe nämlich auch die Direktorin auf meiner Seite. Toll, schon wieder so eine Drohung. Ich habe endlich mit Amber gesprochen. Danke, das weiß ich schon. Ich wurde gleich von ihr angepöbelt. Was hast du denn gesagt? Das habe ich schon gemerkt. Ich sag A. Wirklich, das tut mir leid. Ich habe ihr gesagt, dass sie dieses Mal noch davonkommt. Aber beim nächsten Mal würde ich sie zur Direktorin bringen. Und was hat sie geantwortet? Ach, sie ist sehr wütend geworden und meinte, wenn ich das mache, würde sie unseren Eltern sagen, dass ich sie in der Schule fertig mache. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Ich sag dir schon die ganze Zeit, dass deine Schwester nicht. Ich sag A. Naja, ich war oft gemein zu ihr, als wir klein waren. Und irgendwas davon ist wohl hängen geblieben. Meine Eltern glauben es jedenfalls immer noch. Sie schafft es wirklich mit all ihren Spielchen zu treiben. Ja, sieht ganz so aus. Ich bin trotzdem überrascht von meiner Schwester. Ich habe nicht gedacht, dass es so weit geht. Ich hätte vorher auf dich hören sollen. Endlich siehst du das ein. Und du suchst mir sicher einen Gefallen, oder? Nicht so schlimm, aber wirst du mir jetzt einen kleinen Gefallen tun? Tust mir jetzt einen kleinen Gefallen, damit ich dir verzeihe? Ich sag B. Meinst du dann einen kleinen Racheplan? Was genau hast du denn vor? Mach, dass sie von der Schule fliegt? Hast du vielleicht einen Tipp, irgendwas, was sie überhaupt nicht mag? Sie wird schon sehen. B. Okay, ich denke mal nach, ob mir nicht was einfällt, was sie überhaupt nicht mag. Vielleicht kann man ihr in einem Streich spielen. Komm doch gleich nochmal vorbei. Klar.
Kuckuckfuß, ich habe darüber nachgedacht und habe vielleicht eine Idee für dich. Ja? Sie hat schon immer eine Riesenangst vor Spinnen. Vielleicht kannst du was daraus machen. Willst du damit sagen, ich sollte Spinnen suchen? Wie geht? Ich sag A. C. Aber doch keine echten Spinnen. Ich dachte eher an welche aus Plastik. Ach ja, warum nicht? Mal gucken, was ich aus der Idee machen lasse. Danke. Ja, ich hab's doch jetzt so. Oh, also ich finde sehr gut, dass sich Nathaniel auf unserer Seite schlägt. Das ist echt sehr gut. Denn ja, kann man, denke ich, immer gut gebrauchen, ihn auf seiner Seite. Und was soll ich in ihren Spind besprühen? Mit was soll ich ihren Spind besprühen? So, mit deinen Händen? Haha, so lustig. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich sag haha, sehr lustig. Und wenn ich dir sage, mit einer Spraydose ist dann das Neues für dich? Okay, ich hab's geschnallt. Hier ist Amber Spinn. Weit und breit ist niemand. Niemand. Also los. Hehehe. Und die Spinnen verstecken und den Spinn besprühen? Das werden wir nächste Folge machen. Damit verabschiede ich mich von Sweet Amores und sage Tschüss.